Heute geht es um Amazon Payments. Was ist Amazon Payments? Wem bringt es wirklich was? Bringt es überhaupt was? Das werden wir jetzt näher betrachten. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen, haben schon öfter mal was darüber gelesen oder nutzen es bereits. Es geht um Amazon Payments. Was zum Teufel ist Amazon Payments? Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Amazon Payments ist ein Zahlungsanbieter, der es den Kunden eures Online-Shops ermöglicht, in eurem Online-Shop einzukaufen, aber über ihr Amazon-Konto zu bezahlen. Aber was bringt mir das in meinem Online-Shop? Ich biete doch PayPal und Kreditkarte und Überweisung und alles an. Wozu soll ich noch Amazon Payments einbauen? Auch diese Frage ist ganz einfach zu beantworten, denn Amazon Payments ist einfach von Amazon. Und was hat Amazon geschaffen bei den Kunden? Amazon schafft Vertrauen. Warum? Weil man alles zurückschicken kann, weil alles unkompliziert funktioniert bei Amazon. Deswegen ist die Marke Amazon für Kunden einfach sehr vertrauenswürdig. Und deswegen ist es super für die Kunden, wenn sie in eurem Online-Shop einkaufen können und über ihr Amazon-Konto bezahlen können. Das hat zudem den Vorteil, dass ihr gar keine Kreditkartenzahlung einbinden müsst, denn die Kunden können über ihr Amazon-Konto auch per Kreditkarte bezahlen. Und das ist natürlich super. Das heißt, mehr Vertrauen für euren Online-Shop, denn ihr steht wieder in Verbindung mit der Marke Amazon, mit der Website Amazon. Und deswegen kaufen die Kunden bei euch lieber oder eher und bezahlen dann auch über ihr Amazon-Payments-Konto. Ist das wirklich so? Bringt mir also das Amazon Payments Konto wirklich etwas für meinen Online-Shop? Das ist wirklich so. Denn ich gebe euch nur Erfahrungen weiter, die ich selbst gemacht habe. Und durch dieses Zahlungsmodul Amazon Payments steigen wirklich eure Verkäufe. Ihr habt mehr Verkäufe, ihr verkauft auch mehr in diesen Verkäufen. Denn die Kunden sind es oft schon gewöhnt, denn es gibt sehr viele Kunden, die rein über Amazon kaufen, dass sie über ihr Amazon-Konto bezahlen. Und nicht jeder heutzutage hat ein PayPal-Konto und nicht jeder möchte überweisen, denn auch Überweisungen dauern etwas länger. Und somit ist Amazon Payments eine super Ergänzung. Ich sage extra nicht Alternative zu anderen Produkten oder zu anderen Herstellern, sondern eine wirkliche Ergänzung, um einfach euren Kunden noch ein besseres Kauferlebnis darlegen zu können, noch einfacher einkaufen zu können, noch einfacher bezahlen zu können. Amazon Payments bringt euch wirklich etwas für euren Online-Shop. Also meinst du, Amazon Payments ist so etwas wie PayPal, oder? Richtig. Denn im Prinzip ist Amazon Payments genau das gleiche wie PayPal. Es ist einfach nur ein Zahlungsmodul, worüber die Kunden über ein bestimmtes Konto zahlen können. So benötigen die Kunden eben ein PayPal-Konto, bei dem anderen benötigen sie ein Amazon-Konto. Im Prinzip, die Abwicklung ist aber dieselbe. Die Kunden kaufen bei euch im Online-Shop, gelangen über einen Checkout-Prozess auf diese Amazon-Seite oder eben auf die PayPal-Seite und bezahlen darüber. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, Amazon Payments könnt ihr euch vorstellen wie PayPal. Und was kostet mich der Spaß? Amazon verlangt doch bestimmt einen Haufen Gebühren dafür. Natürlich verlangt Amazon Gebühren, wie auch jeder andere Zahlungsanbieter. Amazon Payments kostet genau das Gleiche wie PayPal. Wenn ihr damit anfangt, sind es 1,9% plus 35 Cent pro Verkauf. Die zweite Staffel ist dann wie bei PayPal bei 5.000, also mehr als 5.000 Euro im Monat. Da sind wir dann bei 1,7% plus 35 Cent und so staffelt sich das runter bis, ich glaube, 30.000, wo wir dann bei 1,5% plus 35 Cent sind. Deswegen, ihr seht, ihr habt keinen Nachteil, wenn ihr dieses Modul einbaut, denn es entstehen die gleichen Kosten, nicht mehr und nicht weniger, als wenn der Kunde per PayPal bezahlen würde. Aber wie gesagt, ihr werdet neue Kunden dazu bekommen, die einfach misstrauisch sind, die skeptisch sind, aber die kein Problem damit haben, über ihr Amazon-Konto zu bezahlen. Jetzt pass mal auf. Es gibt doch auch Gutscheine bei Amazon. Bei Amazon werden oft Gutscheine verschenkt. Und wenn jetzt jemand einen Amazon-Gutschein hat, den er bei Amazon einsetzen kann, kann er diesen dann auch in meinem Online-Shop einsetzen? Nein, das geht nicht. Wenn die Kunden Amazon-Gutscheine haben, dann gelten diese auch wirklich nur für das Portal amazon.de oder com oder je nachdem. Aber die gelten nicht für euren Online-Shop.
Amazon Payments ist ein reines Payments-Modul, hat eigentlich, wie gesagt, nichts mit dem Marktplatz Amazon zu tun, sondern es geht hier lediglich um das Konto von Amazon. Aber wenn jemand einen Gutschein hat für Amazon, kann er diesen nicht in eurem Online-Shop einsetzen. Okay, das hört sich jetzt alles ganz cool an, aber wenn ich mir das Modul wirklich holen möchte, wenn ich Amazon Payments bei mir in den Shop integrieren möchte, geht das ganz easy oder brauche ich irgendeinen Programmierer dazu oder was muss ich machen? Das ist zum einen sehr einfach, zum anderen aber auch wieder etwas kompliziert und umständlich. Warum ist das so? Zum einen sehr einfach bedeutet, ein Online-Shop auf dem heutigen Stand der Dinge hat dieses Amazon Payments Modul bereits integriert. Das ist drin, egal ob ihr Shopware, JTL, Gambio oder sonstige PrestaShop oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Es gibt noch viele mehr. Wenn ihr so einen Shop habt, dann ist das Amazon Payments Modul integriert. Das bedeutet, ihr müsst euch ein Amazon Payments Konto anlegen. Am besten gebt ihr einfach Amazon Payments bei Google ein, dann kommt das sofort. Dort meldet ihr euch an, dort registriert ihr euch, legt ein Amazon Payments Konto an mit euren Daten. Dann bekommt ihr dort auch einen Token, so wie ähnlich bei PayPal, und könnt diesen in euer Modul, in eurem Online-Shop eintragen. Warum ist das Ganze jetzt kompliziert? Weil Amazon angeblich dazu verpflichtet ist, ich weiß es nicht, denn so einen Aufwand wie bei Amazon habe ich noch nirgends auf der Welt gesehen, um dieses Konto zu bekommen, um dieses Konto verifiziert zu bekommen, müsst ihr einige Dinge bei Amazon einreichen. Ihr müsst eine Betriebskostenabrechnung, eine Stromabrechnung, Telefonrechnung, irgend sowas, wo euer Adressfeld im Kopf drin steht, abgeben, dass Amazon weiß, dass an dieser Adresse wirklich eine Firma beheimatet ist. Zum nächsten müsst ihr eine Gewerbeanmeldung dorthin faxen. Dann, was müsst ihr noch? Ihr müsst noch euren Personalausweis hinfaxen und noch irgendetwas. Ihr müsst auf jeden Fall einige Dokumente hinfaxen. Diese Liste bekommt ihr aber und die gilt es abzuarbeiten. Es ist ein bisschen nervig. Warum? Jetzt denkt ihr euch, ja, Gewerbeanmeldung habe ich doch und das habe ich doch und das habe ich doch. Ja klar, aber die Gewerbeanmeldung habt ihr vielleicht vor einem Jahr gemacht oder vor 2 Jahren. Und bei Amazon darf nichts älter als 3 Monate sein. Also euer Personalausweis natürlich. Deswegen müsst ihr jetzt alles neu, ja ich sag mal, beantragen oder holen. Ihr müsst eine aktuelle Rechnung nehmen und ihr müsst einen neuen Gewerbeschein holen. Natürlich müsst ihr nicht das Gewerbe neu anmelden, sondern ihr müsst einfach eine aktuelle, beglaubigte Abschrift holen. Ist alles zu bewältigen, ist alles machbar, aber ist halt etwas nervig, denn andere Firmen wie PayPal oder so verlangen das eben nicht. Deswegen ein bisschen umständlich, ein bisschen nervig, aber es wird sich lohnen. Gerade am Anfang denkt man, soll ich das alles machen und dann muss ich wieder hier hinspringen und muss vielleicht hier noch etwas holen oder so, dass sie endlich zufrieden sind. Aber es wird sich lohnen für euren Online-Shop. Amazon Payments, von mir eine ganz klare Empfehlung, solltet ihr auf jeden Fall in euren Shop einbauen. Und wer das nicht einbaut, ist selber schuld. Denn der verschenkt Geld, der verschenkt Kunden und somit verschenkt er auch Gewinn. So, das war's wieder mit dem Video heute zu Amazon Payments. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, if you like it, then like it. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, abonniert meine Facebook-Page oder folgt mir auf Instagram, je nachdem, wo du gerade vertreten bist. Ich bin überall. Deswegen bleibt dran, bis bald. Ciao, ciao.